Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 1940 DLC Brighton Mission in Südengland. Beim letzten Mal haben wir angefangen, die ersten Runden gespielt. Im Moment sieht es noch relativ harmlos aus. Das Problem ist halt, was er hier an Schiffen noch nachzieht. Wir gehen mal in den Rundenwechsel, wie immer zu Beginn der Runde. Oder zum Beginn des Videos, das ist ja richtig. So, im Moment ist es, glaube ich, eher relevant, die 8-8er wieder zu Flakgeschützen zu machen, weil er hier mit Panzern tatsächlich gar nicht so ankommt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. What the fuck? Wie viele Jäger hat er denn? Krasse Scheiße. Okay. Gut. Da kommen die ganzen Schiffe. Ach du lieber Himmel. Ja, also unser Flugzeugträger geht da definitiv raus. Und direkt an der Küste lang zu fahren könnte... Oh Gott. Na, das wird lustig. So, da geht ja unser Flugzeug... Gut. Da geht der Flugzeugträger raus. Ich hatte jetzt auch nicht gehofft, dass das irgendwas groß bringt. So, okay. Das heißt, hier, wir werden wieder zur Flak umschwenken. Das bringt ja nichts. Weil er im Moment gar keine Panzer uns entgegenbringt. Deswegen. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir wenigstens die Hood noch rauskriegen. Können wir da noch einen Jäger hinschicken? Jawohl. Oh, das gibt es nicht. Ja gut, nehmen sie raus. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Nimm sie raus! Also ehrlich mal. Die Prognose ist eine Minus 1. Das wird aber gehen. Ja, wir haben eh keine Chance. Also wir können die Schiffe nicht reparieren, von daher werden wir die wohl alle verlieren. Okay, dann der Doppeljäger, der kann jetzt mal bitte hier hingehen. Die Flak greift ihn an. Er nimmt ihn raus. Und wir greifen den Jäger an. Der geht raus. Jetzt haben wir hier noch einen Jäger, der könnte... Geben die eigentlich auch Deckung gegen... Jägerunterstützung. Leistet Unterstützungsfeuer gegen feindliche Jagdflugzeuge, die verbündete Bomber angreifen. Fängt außerdem feindliche Bomber ab, die verbündete Boden... Der gibt also nicht Jägerunterstützung. Also Jäger geben nicht Jägerunterstützung. Das ist interessant. Aber was sind das eigentlich für... Das ist ein Seafire Patrol. Ah, das ist eine Spitfire, okay. Das sind ganz schön viele. Okay. Die U, die müssen wir jetzt mal... Die können wir jetzt gar nicht einsetzen. Weil wir keine Ziele haben, außer hier. Wir können aber keinen Jägergeleitschutz geben. Deswegen ziehen wir die hier mal zurück. Den Jäger frischen wir auf. Okay, und dann geht's hier weiter. Erstmal... Angriff. Wow, wir nehmen ihn nicht raus. Das ist natürlich ärgerlich. Ach, du ahnst es nicht.
Es ist also eine verdammt schlechte Idee, jetzt hier an der Küste weiter lang zu pushen. Trotzdem wäre es natürlich gut, den hier rauszukriegen. So. Wie machen wir denn jetzt hier in der Mitte weiter? Wir schicken mal den Scout hier hin. Das ist der Panzer 4D. Der sollte eher gegen weiche Ziele eingesetzt werden. Also hier. Ich glaube, ich pack schon mal raus. Das ist gut. So, dann hier gegen die Matilda ist jetzt eher was mit mehr Panzerung gefragt. So. Wir müssen noch gucken, wie wir uns hier artillerietechnisch aufstellen. Wir könnten jetzt nur ein Feld vorgehen. Dann könnten wir in der Runde auch noch die Artillerie einsetzen. Oder wir gehen mit ihm hier hin. Sehr gut. So, dann rücken wir mit ihm hier hin nach. Er geht dahin. Er geht dahin. Und er geht dahin. So, okay. Hier müssen wir halt nur gucken, dass wir die rauskriegen und später mit einem Scout einfach Hastings einnehmen. Beziehungsweise den Punkt müssen wir auch noch einnehmen. So, unsere Flugzeuge. Der Flugplatz hier ist natürlich echt blöd jetzt gelagert. Da müssten wir uns dann mal auf den hier konzentrieren. Weiter im Norden. Da kommt er jetzt über die Brücke, ja. Wir frischen erstmal die Pioniere da auf. Wir gehen mal mit dem Jäger hier hin. Ach, das ist eine Flak-Einheit. Ah, okay. Dann sind natürlich Flugzeuge da gerade eine ganz, ganz dumme Idee. Okay, pass mal auf. Die Artillerie. Ja, schieß mal drauf. Der Panzer rückt nach. Die... Oder vielleicht ist er erstmal. Vielleicht sind die Pioniere erstmal besser. Quatsch, die Grenadiere. Und jetzt kann der Panzer den nämlich. Ah, Mist, er zieht sich auf die. Okay, jetzt kann der Panzer den rausnehmen. Zieht sich dann wieder zurück. Und jetzt gehen wir mal mit der Arti hier rein. Und warten erstmal ab, was er uns jetzt hier über die Brücke noch entgegenschickt. Wir könnten jetzt zur Verteidigung auf jeden Fall erstmal hier ein Jagdflugzeug hinstellen, dass er da nicht einfach so reinfliegt. Und dann gehen wir mal den Rundenwechsel. Ich bin sehr gespannt, was hier unten passiert. Also das ist, ja, spannend. Ah ja, er flankiert ja mit einem Scout. Das ist jetzt richtig scheiße. Damit hatte ich jetzt spekuliert, dass das nicht passiert. Was ist das? Irgendwelche Swordfish-Flugzeuge? Also er muss da irgendwo einen Flugzeugträger haben, vermute ich mal. Ach du Scheiße. Der hat richtig viele Flugzeuge. So, okay, da geht das nächste Schlachtschiff raus. Da geht das nächste Schlachtschiff raus.
Glück keinen Damage. Oh Gott. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall ein totales Desaster da auf hoher See. Was ist das denn? Wir haben absolut keine Chance. What the fuck? Wie viele Schiffe hat er da? Überlebenskämpfer. Die Bismarck. Ja, das nützt uns bloß nicht wirklich was. So, okay. Er hat sich hier wieder aufgefrischt. Das Problem ist halt, dass wir... Solange die Schiffe da die Küste abdecken... Ist das hier eigentlich echt ein Problem. Aber wir müssen halt... Also, den Punkt halt irgendwie noch halten. Oder wir ignorieren die Einheit erstmal. Und bewegen uns hier nach Norden. Das Flugzeug hier könnte dann den Scout angreifen. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Erstmal auf ihn. So. So, haben wir noch einen weiteren Jäger? Ja, der kann hier hingehen. Ne, halt, geh mal bitte. Ah, da kommt nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Er kommt bis da, aber er kommt nicht bis da, um dann. Na gut, okay, dann greif ihn bitte an. So, der geht raus. Kann der im nächsten Zug. Ne, kann er nicht. Wenn wir hier stehen bleiben, kann er das nicht. Die Frage ist ja, wie weit die Schiffe in die, ins Landesinnere schießen können. Wenn die da hingehen, können die den auch noch treffen. Und die... Ja, okay. Warum hab... Was habe ich denn da für eine Scheiße jetzt gemacht? Kann man das bitte immer jemand sagen? Moment. Also. Dahin. 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 So, okay. Gut, dann hier oben. Der Mörser kann sich mal auffrischen. Er greift ihn an. Er geht hinterher. Er greift die Flak an. Kann der Panzer? Ja, kann er. Aber halt, greif mal. Greif mal so an. Zack. Minus 5. Ja, dann kann er ihn, glaube ich, rausnehmen. Oh, die hat sich ergeben. Scheiße, ich wollte eine Artillerie jetzt in das Stadtfeld reinsetzen. Wobei, das geht ja gerade aktuell eh nicht, weil die... sind die hier natürlich maximal ungedeckt. Ich habe die ja aufgefrischt.
Wir ziehen mal die Flak ein Stück nach. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal ungedeckt gegen die Matilda hier auskommen, aber das sollte... Wobei, der gibt ja auch noch Unterstützungsfeuer. Das sollte kein allzu großes Problem sein. Ist gerade ein bisschen durcheinander hier, aber da müssen wir jetzt mal mit leben. So, jetzt haben wir hier noch unsere U's. Das ist die Doppel-U. Die kann mal dahin gehen. Nimmt ihn raus. Die U kann hier hingehen. Greift ihn an. Die Pioniere. Na, machen die Grenadiere mal bitte. Zack. So, jetzt brauchen wir natürlich ja noch einen Jäger als Unterstützung. Der kann mal hier hingehen. Und dann können wir nämlich mit der U noch ihn angreifen. Ach du Scheiße, was da alles steht. So. Okay, dann frischen wir die mal auf. Wir frischen die mal auf. Wow, das wird noch lustig. Ich meine, wir sind bei 5 von 21 Runden. Wir haben noch kein Siegfeld. Doch ein Siegfeld eingenommen. Die haben wir erstmal ignoriert. Das hier kann er ja nur durch die Einheit wieder einnehmen. Er könnte jetzt bis hier hinfahren, ja. Das heißt, der Flugplatz ist höchstwahrscheinlich in der nächsten Runde wieder weg. Die Frage ist, ob er das sich auf dem Flugplatz stellt oder ob er dann Hastings hält. Dann haben wir nämlich gar nichts gekonnt mit den Zügen hier unten. Wir haben ihn nicht rausbekommen. Und das Problem, diese Küstenfelder einzunehmen, hängt halt immer hier von diesen, wow, krassen Schiffen ab. Können wir jetzt hier noch irgendwas mit unseren Schiffen machen? Also, ich meine... könnten tatsächlich ihn hier angreifen. Ja, also viel Spaß. Fürs Vaterland. Tschüss. Den anderen noch hinterher. Der geht zum Glück raus. Und dann haben wir im Grunde unsere Schuldigkeit hier getan. Das Flugzeug da jetzt noch irgendwo hinzubewegen, ist völlig utopisch. Wir frischen es mal auf. Gefahr laufen wir halt dadurch, dass er mit dem Flugzeugträger uns jetzt hier an dem Flugplatz angreifen kann. Das könnte tatsächlich sehr, sehr gefährlich werden. Dann müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir gehen in den Rundenwechsel. Wobei können wir hier eventuell... Ja, das bringt nichts. Ne, wir gehen in den Rundenwechsel. Ah, er sitzt irgendwo hier. Ja, haben wir es gesehen. So, da geht das vorletzte Schiff raus. Hier oben an. Ja, jetzt geht die Bismarck raus. Sie hat tapfer gekämpft. Damit geht unser letztes Schiff hier verloren. Und jetzt werden wir von der Küste aus dauerhaft bombardiert. Und das ist natürlich mega, mega scheiße. Das heißt, wir können die ganze Küstenregion im Grunde nicht mehr bespielen. Aua. Ich hätte mich auf das rechte Feld stellen sollen. So, da greift die Matilda an. Die können wir ganz gut runterschießen. Okay, er kann da... Natürlich, er kann da direkt reinfahren. Selbstverständlich, ja. Das ist super. Nein. Au. So, Generalfeldmarschall
Habermann, Herr General, Sie werden es nicht glauben, aber abgefangene Funksprüche bestätigen, dass eine britische Einheit, auf die wir gestoßen sind, von keinem geringeren als de Gaulle persönlich kommandiert wird. Ich habe von Ihren Duellen mit ihm in Frankreich gehört und ganz offensichtlich weigert er sich, den Kampf aufzugeben. Sie sollten auf der Hut sein. Gegen einen solch hartnäckigen Gegner sind gebührenden Respekt und auch Vorsicht geboten. Oh, das ist er hier, oder? Im Valentine. Schon wieder so ein Panzer, der im Grunde unbesiegbar ist. Alter, zum Kotzen. So, wir haben jetzt hier die große Dankbarkeit ereilt, dass wir ihn erstmal auffrischen müssen. So, dann müssen wir den Jäger hier angreifen. So, und er geht raus. Wir ziehen uns hier mal zur Deckung der Flak etwas zurück, der Artillerie etwas zurück. So, jetzt kommen wir tatsächlich mit unseren Jägern ja nirgendwo mehr richtig ran. Wir müssten jetzt erstmal Flugzeuge verlegen. Ja, seht ihr das? Wir kommen hier nicht ran. Das ist richtig ärgerlich. Okay, das heißt, Flugzeuge. Ah ja, warte mal, wir können ja. Wo ist unser Doppelflugzeug? Hier. Kann man das eventuell auch so. Das stellt sich natürlich dort auf. Das heißt, wir nehmen erst das Doppelflugzeug. Und hoffen, dass sich das dann genau neben den Jäger platziert. Genau, perfekt. So, dann Angriff mit der Flak. Was ist denn das überhaupt für ein Flugzeug? Das ist eine Hurricane. So, tschüss. Und jetzt verlegen wir die restlichen Flugzeuge dahin. So, die können wir rausnehmen. Ja, hier unseren Bomber. Haben wir jetzt die W schon verlegt? Das ist die hier, oder? Nee. Hä? Das ist die? Ach, das ist die. Okay. Okay, dann können wir ihn auffrischen. Wir stellen den Panzer dorthin. Wir müssen den hier auf jeden Fall auf dem Flugplatz behalten, ansonsten haben wir ein Problem. Das heißt, wir gehen mit dem Scout mal dahin, mit dem Panzer dahin, mit der Artillerie dorthin. So, jetzt könnten wir natürlich hier mit dem Mörser noch draufklatschen. Ist die Frage, ob das so viel bringt. So, mit den Flugzeugen hier oben kommen wir da ja nicht ran, oder? Nein. So, die können wir aber hier wunderbar nutzen. Wir stellen ihn erstmal da auf. Und ihn jetzt bitte. Tja, die Frage ist, auf wen? Erstmal die Einheiten rausnehmen, die uns hier am gefährlichsten nahe sind. Die Wespe ist halt echt kritisch, weil gegen unsere Infanterie haben wir damit echt ein Problem. Komme ich an die Wespe ran? Nur rein theoretisch? Ja, komme ich. Wir greifen ihn mal an. So, dann können wir die hier nämlich. Ist das auch eine Wespe? Oh, scheiße, Wespe ist eine Scheiße. Auffrischen und er kann dann erstmal die angreifen. So, er könnte jetzt noch hinterher pushen. Minus 1, minus 5. Na komm. Was ist, wenn wir das andersrum machen? Was ist, wenn er erst angreift? Ah, nee, okay, schafft er nicht.
Dann machen wir erst den Panzer. Moment mal, warum zieht er sich jetzt auch zurück? Das ist natürlich kacke. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. So. Ja. Ich würde sagen, dann sind wir an der Zeit. Achso, wir müssen hier noch kurz überlegen, ob wir ihn angreifen. Nein. Einfach nur nein. Und es sieht insgesamt nicht wirklich geil aus. Warte mal, wir haben ihn noch. Ah, den habe ich ganz übersehen. Hallo. Der agiert ja wieder mit allen möglichen Fieslingstricks, die er hier hat. Bis zum letzten Mann. Kein Rückzug, keine Versorgung nötig und besonnen. Aktueller Bonus plus 5 Verteidigung. Fantastisch. Es ist einfach nur grandios. So, jetzt haben wir hier noch einen Jäger. Den müssen wir noch verlegen. Okay. Dann gehen wir mal noch einen Rundenwechsel und mal gucken, was passiert. Aua. 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 Oh Gott, der schießt mir die Flak dort komplett runter. Ach, da kommt der Kollege. Von hinten, du kleines Mistvieh. Er interessiert sich ein Scheiß für Hastings. Er greift meine Einheiten an. Alter, wo kommt die Verstärkung her? Okay. Wir müssen jetzt hier schleunigst irgendwie raus. Er kann sich... Achso, er kann sich nicht bewegen, weil er das in der Runde schon getan hat. Angriff auf den Jäger. Okay, dann eine U bitte. Haben wir die? Ja, komm, eine U bitte. Oder wir nehmen ihn hier. Ist halt blöd, jetzt die Einheit dort im geschlossenen Gelände anzugreifen. Die Flak gehen wir mal dorthin. Und wir müssen wir einfach nur hoffen, dass diese scheiß Artillerie das Ganze hier überlebt. Ich bin leicht unsicher. So. Was haben wir denn hier so im Angebot? Hier haben wir erstmal einen Flakpanzer, der uns wunderbar verhindert, dass wir hier mit was haben wir hier? Cruiser MK1, Cruiser MK4. Frage ist, ob das so viel bringt, um zu aufzunehmen. Wir kommen ja an ihn erstmal aktiv nicht ran. Wir könnten ihn jetzt noch kaputt schießen. Frage ist ja eigentlich, wenn wir hier jetzt eine U einsetzen, wie viel Schaden tragen wir denn davon? Einen. Und was ist, wenn ich die Truppen drüber schicke? Dann ist es nur Unterdrückung, okay.
Er zieht sich zurück. Okay. Minus 4, okay. Kriegt er den raus? Na, er kriegt den nicht raus. Der Scout kriegt den auch nicht raus. Haben wir noch nie. Die Yu hier lebt übrigens extrem gefährlich. Gut, sie hat einen Jäger als Support, aber... Also klar, hier nachrücken wäre eine Option, aber wir kriegen ihn halt eh nicht raus. Also von daher, warum auch, warum sollte ich dann nachrücken? Ich könnte maximal so, so, aber die können auf das Feld gehen, ne? Ja. Also können wir hier keine Arter noch hier aufstellen. Das ist auch scheiße. Wir könnten maximal so. Und dann so. Wichtig ist halt hier den Flugplatz zu halten. Wegen unseren Flugzeugen. Okay. Wir müssen hier eh noch ein Flugzeug dazwischen setzen, damit die... So, als Support. Ich greife jetzt nicht an, damit der jetzt mich nicht schon mit Unterdrückung belegt. So, hier oben. Wo sind eigentlich die ganzen Flugzeuge? Also ein... Ach, hier! Ich wusste doch, dass ich noch Einheiten habe. Und das ist sogar die Doppel-U. Die können wir hier oben einsetzen. Und den Jäger... Den verlegen wir mal hier hin. Den nutzen wir jetzt mal die Pause. So, dann... So, perfekt. Dann geht der Jäger bitte mal hier hin. Und dann haben wir hier noch eine U, die kann dann erstmal hier rauf. Feuer frei. Hm, jetzt haben wir die, kriegen wir die wieder nicht raus. Jetzt könnten wir mit den Pionieren hier hochgehen oder dahin. Hä? Wir könnten mit. Nicht mit den Pionieren, mit den Grenadieren. Wir könnten mit den Grenadieren jetzt hier hingehen. So. Da haben wir jetzt die Option, entweder die Einheit oder die Einheit rauszunehmen. So, das Problem ist, wenn wir die Einheit rausnehmen und hier stehen unsere Grenadiere, ist der Weg offen für die Wespe und die Grenadiere haben überhaupt keine Verteidigungsmöglichkeiten, weil sie keine Arti im Backup stehen haben. Was wir dann machen müssten, wäre... Also wir könnten das machen. Pass mal auf, wir könnten das spielen, wir könnten das spielen und wir könnten das spielen. So. Dann öffnen wir die Südflanke aber halt ein bisschen. So, wir können die jetzt rausnehmen, wir können die rausnehmen. So, und jetzt wird es halt spannend, was die Wespe macht. Wenn die hier reinrückt... Alter, die macht eine minus 10. Das ist eine... So. Großer Big Shit. Naja, gut, okay. Das gucken wir uns aber dann beim nächsten Mal an. Also insgesamt ist das schon eine ganz schön knifflige Mission hier. Die Bonusziele bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir die erreichen. Also die. Wir haben eigentlich 1, 2, 3, 4 Hauptziele. Im Grunde ist die Herausforderung der Hauptziele eigentlich nur, dass uns hier die Schiffe ständig aufs Maul hauen, ne? Im Landesinneren ist das relativ entspannt. Die Frage ist halt, wie oft er sich hier Verstärkung holt. Also das wissen wir nicht, wie hier ständig Einheiten spawnen.
ob das passiert oder ob das halt nicht passiert. Und ob wir uns dann gegen Ende in Ruhe um die Ziele hier kümmern können. Das müssen wir mal noch rausfinden. Das machen wir aber alles beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer, namentlich genannt Kiddo, Irendal und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.